Hallo, Leute! Guten Tag, Frau Shushan. Wie geht es Ihnen? Es geht mir schlecht. Warum? Ich möchte Deutsch lernen, aber die Sprache ist so schwer. Ich helfe Ihnen. Jetzt zeige ich Ihnen die kleinen Wunder der Natur. Man nennt sie Tiere. Das Tier, die Tiere. Wir sind in dem Affenland. Diese drei schwarzen Affen sind eine Familie und der vierte braune Affe kommt aus dem Trickfilm Madagaskar. Der Affe, die Affen. Wir sind in der Antarktis. Da sind unsere Pinguinfreunde, Skipper und Kowalski. Wir möchten sie besuchen, weil sie allein sind. Sie freuen sich. Alle Pinguine sind schwarz-weiß. Der Pinguin, die Pinguine. Wir sind auf dem Bauernhof. Hier leben die kleinen Pfötchen. Sie fressen Gras. Ihre Körper sind braun und ihre Nasen sind beige. Das Pferd, die Pferde. Wir sind bei der Katzenfamilie. Die Katzen haben dichtes, rostrotes Fell. Sie sind Raubtiere. Ich habe Angst vor ihnen. Der Löwe, die Löwen. Wir sind bei den Seetieren. Hier leben verschiedene Tierarten. Eine von ihnen ist der Fisch. Der Fisch, die Fische. Ups, ich habe es vergessen. Sie sind stumm. Neben dem gelben Fisch steht ein blauer Raubfisch. Dieser Fisch heißt Hai. Der Hai, die Haie. In der Mitte liegt der Seehund. Er ist freundlich und lieb. Der Seehund, die Seehunde. Vor mir steht das Nilpferd. Es ist dick und nett. Das Nilpferd, die Nilpferde. Also, ich hoffe, dass ich Ihnen geholfen habe, die Namen der Tiere auf Deutsch zu lernen. Danke, das hat Spaß gemacht und ich lerne weiter. Danke schön.